mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo, meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney Februar Haul. Ja, in diesem Video zeige ich euch wieder, was ich alles geshoppt habe im Februar. Und wenn ich so runtergucke, ist es tatsächlich gar nicht so viel. Ja, im Januar habt ihr ja bestimmt gesehen, es ist ein bisschen eskaliert, was Ohren und so anging. Und in diesem Monat musste ich ein bisschen zurückfahren, weil natürlich auch der Urlaub jetzt ansteht. Und da ich ja in Hongkong und Shanghai sein werde, werde ich bestimmt den ein oder anderen Euro ausgeben. Und natürlich wird es dazu dann auch ein Haul geben, was ich mir dort alles shoppe. Und da ist halt auch die Frage, ob es einen März-Haul geben wird oder ob das halt dann mein März-Haul wird, weil ich natürlich Mitte März zurückkomme und noch, also gar nicht ins Disneyland fahre. Deswegen ist die Frage, ob ich einen eigenen März-Haul mache oder ob das dann halt im Prinzip der März-Haul sein wird. Ja, wir haben ein paar Sachen dabei. Ein ganz tolles Schmuckstück aus dem Disneyland Hotel, Shein, und aus Disneyland Anaheim hat mir auch eine ganz liebe Followerin was mitgebracht. Und die Sachen zeige ich euch jetzt. Starten wir mit Shein. Und Shein hat jetzt ja schon seit einigen Monaten Sachen von Miniso. Miniso kennt ihr vielleicht aus meinem Dubai-Haul. Da Miniso hat immer sehr, sehr viele Disney-Sachen. Und gibt es auch bei Shein. Und da habe ich mir was bestellt. Und zwar einmal hier diese Chip and Dale-Tasche, die ich echt süß finde. Hat 15 Euro gekostet und ist zum Jahr des Drachen gewidmet, weil dieses Jahr ist ja das Jahr des Drachen. Da ist auch so ein Band dabei. Und ich stehe aktuell so auf diese Plüsch-Outfits mit den Hüten und so. Und deswegen passt die perfekt dazu. Und für 15 Euro kann man da nichts falsch machen. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und dann gab es noch ein bisschen Krimskrams, und zwar Taschentücher. Hier so im 12er-Pack. Ich hatte nämlich keine Disney-Taschentücher mehr. Und viele haben mich gefragt, ob die gebrandet sind, die Taschentücher. Soweit ich das sehen kann, nicht. Aber ich packe sie gerne mal aus. 8 Euro hat, ich habe die zweimal gekauft. 8 Euro hat ein Packen gekostet. Ja, und die sind aber ganz normale Taschentücher. Komplett weiß. Aber die Verpackung ist cute. Mit den Aliens, mit Lotso und mit Sully. Aber die anderen Taschentücher, die ich gekauft habe für 3 Euro, die sind gebrandet. Das sieht man, da sind die Aliens drauf. Genau, die haben 3 Euro gekostet, kann man dann hier oben einfach aufmachen und dann irgendwo hinlegen, ins Bad, auf den Schreibtisch, auf den Schminktisch, und hat man immer griffbereit so eine kleine Taschentuchpackung. Und wie gesagt, die sind auch gebrandet. Und als letztes habe ich mir hier so ein Kabel gekauft bei Shein für Lightning und USB-C. Für 12 Euro mit Minimaus, Kabel mit auch so einem Anhänger, ist ganz praktisch, finde ich. Und hier steht auch, es ist Fast Charging. Es sind sogar drei in eins. Da ist irgendwo noch ein Adapter dabei für USB-C, Micro-USB. Also 3 in 1. Man kann den Lightning zu Micro-USB machen und dann halt Typ C. Und ja. Muss ich mir dann nochmal angucken, wenn ich es ausgepackt habe. Aber sieht auf jeden Fall richtig süß aus mit der Minimaus. Genau, das waren die Sachen von Shein. Verlinke ich euch natürlich gerne unten in der Infobox. Und dann habe ich noch ein ganz tolles Paket vom Bastian bekommen, vom Wohnprinzen. Vielleicht sagt der Name euch etwas auf Instagram oder auch auf YouTube. Und er hat mir ein Sensi-Paket zugeschickt mit einer ganz besonderen Disney-Wohnlampe. Sensi hat ja auch Disney-lizenzierte Produkte. Und da ist sie, die It's a Small World Duftlampe im Walt Disney World Design. Oh, ich habe sie schon ausgepackt, zeige ich euch auch gleich, und sie ist einfach wunderschön. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ja, da ist die wunderschöne It's a Small World Lampe, und ich blende euch dann auch gleich ein Video ein, wie sie leuchtet, denn die Lampen können ja natürlich auch leuchten. Die riechen nicht nur gut, die können auch leuchten. Wer Sensi noch nicht kennt, wie gesagt, Sensi hat viele verschiedene Duftlampen, auch lizenzierte Produkte, auch von Disney. Es gibt ungefähr 60 verschiedene Duftlampen in allen möglichen Preiskategorien.
Und ich habe ja schon einige Scentsy-Duftlampen, wie ihr da auch sehen könnt, Madame Potts. Aber auch noch viele andere Disney-Duftlampen. Und jetzt gehört die It's a Small World-Duftlampe auch zu meiner Kollektion. Und ja, ich zeige es euch gerne auch mal ein bisschen näher. Ich habe auch schon den Duft drin, den It's a Small World-Duft. Und ach, wenn ihr das riechen könntet. Ja, so sieht die Lampe aus. Und es ist alles handgearbeitet. Alle Scentsy-Produkte sind handgearbeitet. Und ihr habt lebenslange Garantie auf die Technik und auf Produktionsfehler. Das ist auch wichtig zu sagen. Ja, ihr seht hier das It's a Small World-Zeichen. Das ja, ist das Lämpchen hinten drin. Und jetzt drehe ich sie mal vorsichtig. Und so sieht sie von hinten aus. Ihr habt einmal hier natürlich das Schälchen, wo auch der Duft reinkommt. Ihr seht, der Duft ist schon drin. Jetzt muss ich sie gleich nochmal einschalten. Ich mache mal den Duft kurz raus, weil dann könnt ihr auch das Schälchen sehen. Wenn der Wachs dann geschmolzen ist, dann seht ihr auch das It's a Small World Logo. Und dann habt ihr hier das Glas. Ah, Moment, jetzt muss ich das erstmal hier immer aufpassen. So. Hier habt ihr das Glas und da könnt ihr euch dann immer die Charaktere anschauen. Schaut euch diese vielen verschiedenen It's a Small World Charaktere an. Genau, wie gesagt, ich zeige sie euch dann auch gleich eingeschaltet. Und ja, bin sehr, sehr happy über diese tolle Duftlampe in meiner Kollektion. Ja, ich liebe sie. Auch die Farben sind tatsächlich sehr dezent, dieses Goldblau. Und ja, bin sehr froh über diese Lampe. Aber ich zeige sie euch gleich nochmal im Dunkeln. Und dann habe ich noch drei Düfte bekommen. Einen habt ihr schon gesehen, der lag in der Lampe. Und zwar der eigene It's a Small World Duft. Und ich bin sehr schlecht im Beschreiben von Düften. Aber er ist, ja, ich würde sagen, sehr blumig, sehr intensiv. Aber gefällt mir echt gut. Dann habe ich einmal den 101 Dalmatina Duft. Der riecht so ein bisschen nach Apfel. So nach grüner Apfel. Und dann habe ich auch nochmal den Winnie Pooh Duft hier. Ja, die Winnie-Pooh-Lampe habe ich tatsächlich auch. Ist so ein bisschen auch blumig, aber so ein bisschen dezenter als jetzt zum Beispiel der It's a Small World Duft. Aber ich bin super schlecht im Düfte beschreiben. Die Düfte sind natürlich auch alle beschrieben auf der Webseite. Und ich verlinke euch gerne unten die Seite von Bastian, wenn ihr euch die Lampe noch nachkaufen wollt. Die gibt es nur noch wenige Wochen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch die It's a Small World Lampe nachkaufen wollt. Oder auch nur den Duft oder beides. Oder viele verschiedene andere Lampen oder Düfte, könnt ihr gern den Link vom Bastian benutzen. Ich möchte euch noch was zu den Wachsbars sagen. Da werde ich aber ein paar Details ablesen, weil ich mir das, weil das sehr viele Details sind, die ich euch nicht vorenthalten möchte, aber die ich mir auf die Schnelle jetzt nicht merken kann. Also es sind sichere und geprüfte Inhaltsstoffe, tierversuchsfrei, ohne Ruß, Rauch und giftige Ausgasungen. Also ich bin ja schon jahrelanger Scentsy-Nutzer und ihr seht meine Madame Potts ist auch einfach im Regal drin mit nicht viel Abstand zur Decke und da ist nie irgendwas mit Ruß oder Rauch. Dann ein Bar, also ein Kästchen von denen hier, die hier drin sind, haben ca. 120 Duftstunden. Das ist ungefähr wie eine 623 Gramm von einer Markenduftkerze aus den USA. Vielleicht wisst ihr, welche ich meine. Der Wachs wird tatsächlich nur erwärmt, aber nicht verbrannt und nicht zu heiß. Also ihr könnt damit keine Verbrennung bekommen, aber trotzdem müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr den Wachs wechselt. Es ist natürlich warm, aber nicht zu heiß. Es ist kein Feuer, das alles, wie der Wachs schmilzt, entsteht durch die Glühbirne, die in der Lampe drin ist. Und es gibt keine Duftverfälschungen durch Verbrennungen und auch keine Raumluftbelastung. Ja, die Düfte werden tatsächlich von preisgekrönten Parfümerien sind wie Parfums aufgebaut. Ja, das musste ich jetzt ablesen, weil ich mir das... Ich brauche so einen Teleprompter, kennt ihr den? So im Hintergrund, so wie in den Nachrichten, dass ich das einfach nur ablesen muss.
Der Rest bei mir ist ja immer alles freigesprochen, aber die Infos wollte ich euch nicht vorenthalten und deswegen habe ich sie abgelesen. Also, das sind meine Düfte. Ich habe noch so viele andere Düfte von den letzten Jahren, auch den Schön und das Biest Duft. Und Sensi hat ja immer neue, tolle, neue Disney-Produkte. Aktuell habe ich gesehen eine Marie-Duftlampe. Also wer Aristocats mag und Marie, kann da auch gern beim Bastian vorbeischauen. Und ja, ich freue mich sehr über meine It's a Small World Duftlampe. Die wird auf jeden Fall hier hinten im Regal Einzug. Einzug? Wie heißt denn das? Sie wird da auf jeden Fall einziehen. Dann habe ich einen richtigen Schnapper bei eBay gefunden und bin sehr happy darüber. Aus Deutschland tatsächlich auch, also nicht mal aus dem Ausland. Und zwar diesen Mickey-Kopf. Ja, das ist eine Lunchbox, ich glaube aus den 90ern oder so. Sehr, sehr vintage. Und viele von euch haben diese auch. Und es gibt auch Minnie Maus und Simba. Hätte ich auch gern irgendwann mal. Vielleicht habe ich ja Glück und ergatter sie irgendwann mal. Ja, ist eine, wie gesagt, eine Lunchbox von früher. Hier ist auch noch die Trinkflasche drin. Und hat man wahrscheinlich früher den Kindern mit in die Schule gegeben oder so. Keine Ahnung. Was ich damit vorhabe, ich möchte sie mit Glitzer versehen. Das machen ja auch schon viele. Und ich möchte sie mit Glitzersteinen versehen. Und ja, dann sieht sie auf jeden Fall schön aus. Aber ich muss sagen, sie ist trotzdem super gut erhalten. Also da habe ich schon teurere und schlimmeren Zustand gesehen auf eBay. Und wie gesagt, die werden sehr, sehr teuer gehandelt, vor allem die aus Amerika. Ja, aber vielleicht habe ich ja Glück und bekomme irgendwann noch Minnie und Simba. Dann haben mir Tim und Nadine ein kleines Paket geschickt, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und die Sachen möchte ich euch natürlich zeigen. Sie haben nämlich einen 3D-Drucker und haben mir ein paar Untersetzer gedruckt. Jetzt musste ich die sortieren. Habe ich noch welche vergessen? Das muss ich erstmal, zeige ich euch gleich. Ich suche die gleich, weil auf jeden Fall sind das... Ah, ne. Oder sind es doch so? Doch, sind es, glaube ich, alle. Ich war nur gerade verwirrt, weil ich den gesucht habe. Der war bei dem Harry Potter Stapel. Also auf jeden Fall haben sie mir Untersetzer mitgeschickt. Einmal Harry Potter und einmal Disney. Die haben sie selbst gemacht. Einmal hier die. Und dann zweimal die Schöne und das Biest. Mein absoluter Lieblingsfilm. Und dann zwei von Harry Potter, welchen, also den finde ich mega cool, muss ich sagen, mit Hogwarts. Und dann noch einmal hier mit Harry. Ja, vielen Dank, ihr beiden werden auf jeden Fall zum Einsatz kommen hier bei mir zu Hause, wo ich halt echt viele Untersätze habe, muss ich sagen. Dann kommen wir zum nächsten, zu Disneyland Anaheim. Ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Kathi, die war in Anaheim und hat mich gefragt, ob sie mir was mitbringen soll. Und eigentlich hatte ich gar nicht so viel auf der Liste. Aber dann wurde die neue Starbucks-Kollektion, die Bean Dare-Kollektion, released. Und sie hat mir tatsächlich beide Tassen aus Anaheim mitgebracht. Worüber ich mich sehr, sehr freue, meine ersten Disneyland Anaheim Starbucks-Tassen. Und ich zeige sie euch gerne. Sehen so aus. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gekostet haben, werden so um die 20, 25 Dollar gewesen sein. Ja, also mega. Oh, vielleicht klappt es ja auch dieses Jahr mit Anaheim. Mal schauen. Aber ja, bin schon sehr happy. Also einmal die Disneyland Park Tasse. Jetzt muss ich sie ordentlich ablegen. Und dann natürlich auch die vom anderen Park, vom Disney California Adventure Park. Gab es auch eine neue Tasse. Und die sieht so aus. Ja. Oh, sehr, sehr happy drüber. Bin sehr froh. Hier mit dem Riesenrad. Da ist der Alien, der Tower of Terror, der ja da mit Guardians of the Galaxy thematisiert ist. Und Cars. Und ja, also richtig schön. Ja, aber es war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Und zwar hatte ich mir eigentlich nur die Ohren hier gewünscht von ihr. Die sehen so aus. Das sind meine ersten Leuchtohren. Hier hinten ist so ein Knopf und die kann man tatsächlich aufladen. Also ist nicht batteriebetrieben. Hier drin ist das Ladekabel und ich weiß nicht, ob der Preis hier noch dran ist. Genau, 40 Dollar haben die gekostet. Und wie gesagt, man kann dann hier drauf drücken. Das sieht man jetzt nicht wegen meinen Kameraleuchten. Aber die leuchten und hier ist auch das Riesenrad drauf und hier ist das kleine Schloss drauf und das Matterhorn. Und ja,
mega toll. Das war immer noch nicht alles. Und zwar hat sie mir noch zwei Fischerhüte mitgebracht. Einen konnte ich damals in der Story nicht zeigen, weil wir der Nina, die hatte ja jetzt 30. Geburtstag und haben wir der Nina tatsächlich auch zum Geburtstag geschenkt, die Brina und ich. Und ich liebe ihn abgöttisch. Nina ist ja auch so ein Grogu-Fan. Ha! Ist der nicht cute? Ach, ich habe den eben schon aufgesetzt. Ich bin ein Riesenfan von diesem Fischerhut. Schaut euch das mal an. Ist der nicht süß? Ja, ich liebe ihn. Wie gesagt, den konnte ich damals in der Story nicht zeigen, weil sonst hätte Nina gedacht, hä, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Also sollte eine Überraschung sein. Der hat $30 gekostet. Also das ist meiner, das ist nicht Ninas. Und dann gab es noch einen zweiten Fischerhut, auch für $30. Und zwar den aus dem Disneyland Resort. Einfach in Blau. Kann man auch ganz gut im Alltag anziehen, muss ich sagen. Und ja, das ist der zweite Fischerhut, den sie mir noch mitgebracht hat. Hier vorne Disneyland Resort mit Blümchen, mit Herz und mit Schloss. Ja, das sind die zwei Fischerhüte und hier drin habt ihr noch so gelbe Streifen. Ja, vielen, vielen Dank, Kathi. Die Kathi hat mir aber noch was dazugelegt und zwar zwei Sticker. Einmal aus der Secor Lodge und einen Mickey-Sticker. Und hier so ein Notizbuch aus dem Newport Bay Club. Kann man immer gebrauchen. Notizen kann man immer gebrauchen. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, über die ganz, ganz tollen Merchandise-Sachen. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Ha! Die Disneyland Hotel Uhr. Ich habe sie ja bei meinem Besuch nicht bekommen, als ich vor Ort war. Aber die liebe Franzi hat sie mir gekauft und mir zugeschickt. Da ist sie. 150 € kostet sie. Darauf gibt es auch keinen Jahreskartenrabatt, aber ich finde, sie ist jeden Penny wert. Ich weiß, sie ist noch sehr begehrt bei euch. Keine Sorge, sie ist nicht limitiert. Also irgendwann wird sie dann auch wieder auf Lager kommen und dann irgendwann, wenn ihr sie noch nicht bekommen habt, werdet ihr sie bestimmt bekommen. Wie gesagt, es ist wirklich eine Uhr. Sie funktioniert. Und ja, hinten seht ihr, seht ihr noch nichts, aber da ist ein Batteriefach. So eine magnetische Tür. Batterie ist auch dabei. Gut, bei 150 €. Ne? Und ansonsten dreht sich das hier vorne. Ja. Und ja, die ist so, so, so schön. Die Uhr. Ja, gefällt mir echt mega gut und endlich kann ich sie auch hinstellen und ja, ich freue mich sehr über die Uhr, ja. Ah, endlich ein Stück Disneyland Hotel bei mir zu Hause, eben der im Schrank. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass sie nicht kaputt geht. So, das war's. Das war mein Disney Februar Haul. Ich habe ja gesagt, es war jetzt keine große Ausbeute, aber erstmal war der Februar ja kurz. Im Januar ist ein bisschen eskaliert und ich bin jetzt gerade ja auch im Urlaub. Deswegen wird da schon genug Geld ausgegeben. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.